Hallo, ich möchte für euch ein paar Gedichte von diesem Buch von Hermann Hesse vorlesen. Das ist ein wunderschönes Buch. Es enthält Gedichte von Hermann Hesse auf Deutsch natürlich und auch auf Italienisch Übersetzung. Und ich werde vielleicht ein paar Übersetzungen auf Italienisch vorlesen, aber ich lese liebe Gedichte auf Deutsch vor und hoffentlich werde ich diese Gedichte relativ richtig vorlesen. Natürlich ist Deutsch nicht meine erste Sprache, wie ihr hören könnt. Deutsch ist eigentlich nicht meine erste Sprache oder meine zweite Sprache oder meine dritte Sprache. Aber ich finde diese Gedichte wirklich schön. Und wenn ihr Korrigierung oder Verbesserung empfehlen möchtet, bitte lasst mir wissen und ich werde mich verbessern. So, lasst uns mit der Vorlesung anfangen. Hoffentlich werdet ihr diese Vorlesung mindestens nicht unangenehm finden. Okay, so das erste Gedicht heißt Ich bin ein Stern. Ich bin ein Stern am Firmament, der die Welt betrachtet, die Welt verachtet und in der eigenen Glut verbrennt. Ich bin das Meer, das nächstens stürmt, das klagende Meer, das opferschwer zu alten Sünden neu türmt. Ich bin von eurer Welt verbannt, vom Stolz erzogen, vom Stolz belogen, ich bin der König ohne Land. Ich bin die stumme Leidenschaft, im Haus ohne Herd, im Krieg ohne Schwert und krank an meiner eigenen Kraft. Schön, nicht? Ach, in der Nacht. Das ist wirklich gut. Okay, in der Nacht. An dem Gedanken bin ich oft erwacht, dass jetzt ein Schiff geht durch die kühle Nacht und Meere sucht und nach Gestaden fährt, nach denen heiße Sehnsucht mich verzehrt. Dass jetzt an Orte, die kein Seemann kennt, ein rotes Nordlicht ungesehen brennt. Dass jetzt ein schöne fremde Frauennamen sich liebesuchend presst in Kissen weiß und warm. Dass eine, der zum Freund mir war bestimmt, jetzt fern im Meer ein dunkles Ende nimmt. Dass meine Mutter, die mich nimmer kennt, vielleicht im Schlaf jetzt meinen Namen nennt. So, was denkt ihr davon? So viele gute Gedichte. Ich muss sagen, ich verstehe nicht alle Wörter, natürlich. Aber manchmal ist es egal. Ich denke beim Sprachenlernen. Manchmal ist es wichtiger, einfach die Sprache, der Sprache zu genießen, dem Gefühl zu genießen, dem Geschmack zu genießen. Um eine Sprache zu lernen, muss man am Ende eine Verbindung damit haben. Und manchmal, besonders wenn man die Sprache an der Schule lernt, kann es problematisch werden, wenn man so viel darauf konzentriert, jedes Wort zu verstehen, die Grammatik immer richtig zu benutzen. Natürlich ist es wichtig,
die Wörter zu lernen, den Wortschatz zu erweitern, die Grammatik richtig zu lernen und benutzen. Aber man kann manchmal das Gefühl, die Verbindung mit der Sprache und mit den anderen, mit den anderen Menschen vermissen, verlieren, wenn man so viel darauf konzentriert. Der Blütenzweig. Immer hin und wieder strebt der Blütenzweig im Winde. Immer auf und nieder strebt mein Herz gleich einem Kinde. Zwischen hellen dunklen Tagen, zwischen Wollen und Entsagen, bis die Blüten sind verweht und der Zweig in Früchten steht, bis das Herz der Kindheit satt seine Ruhe hat und bekennt. Voll Lust und nicht vergebens war das unruhvolle Spiel des Lebens. Ah ja, Bruder tot. Das ist ganz traurig, aber sehr schön. Entschuldigung. Bruder tot. Auch zu mir kommst du einmal. Du vergisst mich nicht. Und zu Ende ist die Qual und die Kette bricht. Noch erscheinst du fremd und fern, liebe Bruder tot, stehst als ein kühler Stern über meine Not. Aber einmal wirst du nah und voll Flammen sein. Komm, Geliebte, ich bin da. Nimm mich, ich bin dein. Blauer Schmetterling. Flügelt ein kleiner blauer Falter vom Wind geweht, ein perlmutterner Schauer glitzert, flimmert, vergeht. So mit Augenblicksblinken, so im Vorüberwehen, sah ich das Glück mir winken, glitzen, flimmen, vergehen. September. Der Garten trauert, kühl sinkt in die Blumen der Regen. Der Sommer schaut still seinem Ende entgegen. Golden tropft Blatt um Blatt nieder vom hohen Akazienbaum. Sommer lächelt erstaunt und matt und in den sterbenden Gartentraum. Lange noch bei den Rosen bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. Langsam tut er die großen, müd gewordenen Augen zu. Vielleicht noch einmal. Noch ein Gedicht. Was soll ich lesen? Ah, Nacht. Ja, das ist ein gutes Gedicht, womit diese Vorlesung zu beenden. Nacht. Ich habe meine Kerze ausgelöscht. Zum offenen Fenster strömt die Nacht herein. Umarmt mich sanft und lässt mich ihren Freund und ihren Bruder sein. Wir beide sind am selben Heimweg krank. Wir beide sind am selben Heimweg krank. Wir senden ahnungsvolle Träume aus und reden flüsternd von der alten Zeit.
in unseres Vaters Haus. Okay, so. Das ist meine kleine Vorlesung von Gedichten von Hermann Hesse von diesem Buch. Vielleicht werde ich das nächstes Mal etwas auf Italienisch auch vorlesen, aber das ist ein deutsches Video und hoffentlich habt ihr diese Vorlesung genossen. Lasst mich wissen bitte, ob ich etwas besser lesen könnte. Und es ist schon ganz spät, so ich muss ins Bett. Aber vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ja, gute Nacht. Ciao.